Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Phantasien. Und ihr habt so viel verpasst, falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt. Da empfehle ich euch schon sofort oben rechts auf das E-Symbol zu klicken beim YouTube-Player. Dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Phantasien und dann könnt ihr euch noch ein paar Finalen und ein paar Highlights anschauen, wie Abfolge 49 zum Beispiel. Wir können unter anderem mit Leo jetzt einen Skillbaum nutzen, was wir mit Folge 51, 52 freigeschaltet hatten. Haben Valerika getroffen, die unser Vater kannten, und es ist viel passiert. Meteoren sind hier eingestürzt, konnten dadurch aber Ease finden und all diese Sachen. Und im Augenblick sind wir dabei, eine Sidequest zu machen. Es geht nämlich darum, wir müssen den hier diesen Magical Money Baum suchen. Und wir folgen solche Goldspuren auf dem Boden. Als wir am Ende der Karte angekommen sind, war nichts. Nur, dass die Mecteria Manifestation ja schlimmer geworden sei. Sind jetzt auf dem Rückweg, gucke jetzt nochmal woanders nach, ob ich was vergessen habe. Und ansonsten haben wir in der letzten Folge sehr viel Erfahrungspunkte gesammelt, weil wir unsere Dimension Box dreimal leeren mussten. Also, das ist schon heftig. Da wir aber gerade bei den Growth Map, bei den Skill Tree sind, wir haben ja mittlerweile 6 SPs. Ich kann mal gucken, wo ich was investieren könnte. Enhanced Mentality Increase Base MP. Concentrate Turns. Enhanced Mentality Increase MP. Wo würde ich denn kommen? Enhanced Combat Technique Increase Base Attack Value. Wäre gar nicht mal so schlecht. Wenn wir aber was mit 6 Punkte haben, könnte ich hier nicht was machen? Chance to steal an item from an enemy when using fight. Increase the amount of damage inflicted by fight. Chance to retaliate with fight when receiving damage from an enemy. Receiving damage from an enemy? Klingt interessant. Ich würde gerne diese Sachen alle fragen. Lightning. Wobei, da kriegen wir eine neue Attacke. Ich glaube, ich mache das hier. Falls wir gegen die Roboter nochmal kämpfen müssen. Was ist mit Ease? Ich habe den zwar nicht im aktiven Team, aber gibt's da was? Magic Pass Effective Up. Increase the amount of MP that another party member can receive when using Magic Pass. The Blast Rays of Granite Skills. Increase the amount of damage inflicted by fight. Das klingt vielleicht nach was. Das ist cool. Require a small amount of HP every turn, dass es das auch als Skill gibt. Makes the user hard to see, diverting enemy attention away from them and towards other member of... Kommt drauf an. Der ist ja Supporter. Ja, okay, kann man verstehen. Aber gut, machen wir das hier. Der Rest ist ja keine Ahnung halt, ne? Ich möchte gerne Skillpunkte auch für die anderen Charaktere investieren. Die Dimension Box hat sich da gefüllt. Wir sind rechts rum gelaufen. Rechts kamen wir nicht ans Ziel. Ich sehe aber links ist auch noch etwas. Ach, da bist du. Da hast du sich versteckt. There, all the magical money we need. Okay, gut. Fängt schon sofort an. Gegen den hatten wir bereits gekämpft. Ich glaube, diese Geldsäcke mussten wir zerstören. Ich glaube, das waren dann wie Bomben oder so. Ich weiß es nicht mehr. Schon zu lange her. Ich weiß nicht, Folge 10 müsste das gewesen sein, irgendwie um den Dreh. Lightning Slash. Ja, der Feuer wird doch easy peasy sein, oder? Alter, was ich für einen Schaden verursache. Ach, haben wir geweckt, wa? Der hatte keine Feuerattacken, soweit ich das beurteilen kann. Okay, gut. Nicht so schlimm. Kriege ich beides irgendwie gehittet? Ja, ich muss mit dem Joystick sehr präzise zielen, aber ne, geht wohl nicht. Zumindest aus dieser Position. Leo hatte vielleicht ein bisschen bessere Chancen. Hier lassen wir es. Alter, wie viel verträgt das Ding? Eieieiei. 4500 Schaden. Holy sheesh, ey. Der gibt uns One-Hit, Alter. Osmanische Schelle. Vater von denen ist das, ey. Holy sheesh. Wie viel Leben hat der dann? Der muss ja mehr haben. Falsche Taste. 40.000. Ich glaube, das war damals auch so. Aber der hat dann nicht so viel gegeben. Kurz überlegen. Valerika muss sich hochheilen, aber richtig. Okay, Barrier All.
Zack, der wird zwar seine Geldsäcke erstmal aufbauen, schätze ich mal, und nicht attackieren, aber Alter, nö, ey, das ist... Holy. Alter. Das hat den richtig krass gegeben. Okay, also unser Roboter wird das Supporter sein wegen Schutzschild. Okay, fair enough. Okay. Sie würde ich gerne noch weiter heilen. So. Turn back. Und er wirft sofort wieder was. Also Leo wird auf jeden Fall unser Damage-Dealer sein. Einfach weil Feuer und so ist ja relativ gut. Zack. Aber wie viel MPs das einfach kostet für den Roboter, die ganzen Sachen zu machen. Okay, Ice da, Crush. Applies a Debuff. Okay. Ach, nö. Das will ich weghaben. Ich will nicht, dass er uns nochmal sowas gibt. Barrier All brauchen wir jetzt nicht. Allerdings bräuchten wir das hier. Ah ja, ja. Hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen mit den Items. Okay, ist nur 1400, aber immerhin etwas. Ach ja, da war ja was. Oh, die Schieße. Ja, was bringt mir Perfect Guard, wenn die so viele sind? Ja, wie komme ich jetzt durch? Wie komme ich jetzt durch? Weil Leos Attack, dieses Hemdimai, wie auch immer, macht ja mal nur einen Gegner. Hier wäre vielleicht Is Granate gut. Okay, gebe ich zu. Hätten wir jetzt einen Grund für. Alter, oben. Das ganze Alphabet ist da vertreten. Komme ich so durch? Ja, Alter, holy Shisha. Oben, das ganze Alphabet ist einfach gefüllt mit hier die ganzen Markierungen und so. Der hat aber keine Geldsäcke noch, ne? Ja. Und der kriegt natürlich einen Critical. Sehr gut. Sap Build Up. Was war das nochmal? Ich sehe den unten in den Zügen nicht. Es sind zu viele Gegner. Der Roboter. Guards Up. Also Barrier All. Und sie muss irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas machen. Ich krieg den Fetten, aber nicht die Kleinen. Ah, doch, doch. Nein. Ah, komm schon. Mist. Wie viel hat der? Ich muss erstmal gucken, ey. Das ist 15k. Ja, richtige Attacke. So. Ah, der Baum wartet noch so ein bisschen. Wenn ich hier durchkomme mit Leo, würde ich mit Leo sofort diese Attacke draufballern. Er macht ja ungefähr 5.000, 6.000, 7.000 Schaden. Aber das hier macht mich auch stutzig. Ah, ich sehe den jetzt unten rechts in den Zügen. Das ist sehr wichtig. So. Ja, 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 ja. Der Roboter wird uns helfen. Barrier All. Der müsste jetzt im roten Bereich sein. Ist er auch. Wie viel hat der noch? 9.000. Ja. Die Geldsäcke kann ich natürlich nicht sehen. Will ich? Ich müsste eigentlich, aber vielleicht überlegen wir mal. Leo hat genug MPs, der Roboter hat keine MPs. Ja, wenn die kleinen Viecher mich halt schwächen vorher, wisst ihr? Ah, okay. Hat sein Bewusstsein verloren, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte es halt nicht mehr auf dem Schirm, was die Attacke genau macht und wir wollen es ja nicht riskieren. Na, komm. Die Attacke ist schon nice. Vor allem dieses Plus 1 ist halt wegen den Skills entstanden. Ach so, der Roboter hat ja auch noch vielleicht. Ach ja, ja, die Attacke war ekelhaft, ne? Ja, ja. 400? Ja, ich dachte, ich hätte 4000 gelesen. Gut, dann haben wir das, oder? Ja, komm, kriege ich alles. Easy. Victory. Und er hat schon wieder Level abbekommen.
So, wir haben schon 143.000. In der letzten Episode haben wir mit 80.000 angefangen. Jetzt sind wir wieder so weit nach vorne gekommen. Das ist einfach nice. Magical Coins. 1. Nimm doch 2 oder 3, Alter. Achso, ich kann den antippen. Sorry, no hard feelings, okay? We just need more magical money. Fokina did say the tree needs a little pruning now and then. Maybe Kina's got a bit of a sadistic streak. Vielleicht. Hier ist noch eine Truhe. Ich weiß nicht, sind das neue Truhe oder hatte ich sie damals echt nicht gesehen? Wie Katzen, Aquamarine, Small. Hier unten ist scheinbar nichts versteckt, okay. Ach, hier ist etwas. Ach so, okay. Ach, hier komme ich nicht drum herum. Ne. Ihr habt gesehen, Joystick hat sich gedreht. Müssen wir uns heilen? Ja, komm. Zack. Wo müssten wir jetzt hin? Story. Quests. Da, report in. Und geben ihm die Sachen, die er sich gewünscht hatte. Welcher war das denn nochmal von denen? Reisomelette. Da, der hier. Ich dachte, das wäre dann rot-orange markiert. Naja, egal. Magical Coins. Oh, Magical Money. That's it. Just the pick-me-up I needed. Here you go, young'un. Take this as a sign of my thanks. Ember Large. Okay. Da möchte ich gerne mal wissen, was das hier bringt. Aquamarine Accuracy, also Genauigkeit erhöhen. Saphir Large. Ice Resistance, Earth Resistance 3. Ja, wer brauchen? Ich weiß noch nicht, Dark. Sonst noch irgendetwas Schönes? Durchdringungstiefe, weiß ich nicht, ob ich einen Gegner tiefer durchdringen kann, im Sinne von, dass wenn ich vorher nur einen Gegner durchdringen konnte, dass ich dann jetzt den zweiten noch hitten kann, oder ob das einfach nur mehr Schaden macht beim hinteren oder so, wisst ihr? Also, das weiß ich im Augenblick nicht, aber gut. Story. Ach, da war doch was. Achso, ne, 32 haben wir bereits geschafft. Ah, diesen High Level. Ich will halt vorher so ein paar Missionen machen. Die Dimension Box lasse ich extra so, damit wir schön in einem Zug alles machen können. Find the egg, that's it. The bartender in N needs to make the ultimate rice omelette. Ich weiß, die Dimension Box wird gleich auf jeden Fall ausrasten, aber so ist es halt. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt nichts drüber aus. Ah, vielleicht kommen wir jetzt zu diesem einen Bereich, wo dieser Fluss ist. Da kamen wir halt nicht drüber, aber da müsste es wieder dieser Mega-Golem-Boss sein, oder? Zack. Wie viele kriege ich denn hier pro Dimension-Box-Ding? 6 oder 5? Ich hoffe 5. Ach, es ist 6. Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich noch in dieser Karte kämpfen. Nein? Okay. Genau, wir müssen hier mal rum. Ancient Hill River. Ancient Hill River. Genau, da kam ich nämlich noch nicht hin. Okay. Da müssen wir wohl kämpfen. Ah, da hinten funkelt etwas. Eine Truhe, die ich noch nicht erreichen kann. Das war vorher noch nicht da gewesen, meine ich. Nicht, dass wir nachher einen zweiten Meteor finden oder so, wo auch wieder einer unserer Freunde drin sind. Vielleicht der Captain zum Beispiel. Okay, mal kurzer Check. Alter, 24 MP. Okay, die Attacke ist schon heftig, aber... So, okay. Der Roboter darf auch nochmal was machen. Ja, komm, kriege ich den einen mit? Ja. Wieder welche besiegt. So. Ach, den einen habe ich nicht gehittet. Ups, habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte den noch drauf gehabt. Ich habe auf den Attack Boost nämlich auch geachtet. Komm. Okay, A oder F. Oder so. Komm schon, kriege ich den noch? Ach, Mist. Ihr seht, was ich meine. Man muss wirklich ganz vorsichtig auf den Controller tippen.
um versuchen, irgendwie so viele wie möglich zu hitten, aber... Okay, das hat sich gelohnt, dass der eine wenigstens umgefallen ist. Okay, jetzt kommen wieder neue Freunde von ihnen. Aber kriege ich dann vielleicht... Ja gut, machen wir so. Fokussiere ich mich auch ein bisschen auf die Gegner, die schon in einem roten Schriftzug dargestellt und eingeblendet werden. Zack. Ein Textboost hat Leo nicht. Okay. Ach, kriegen alle sogar. Okay, gut. Ich kann das nicht unterscheiden, wann das für alle ist und wann es nur für eine einzelne Person sei. Okay, der Roboter wäre als nächstes. Soll ich? Na komm, Turnstil soll Valrikan bekommen. Ja, wie kriege ich das am besten hin? Will ich so machen? Will ich so machen? Oder will ich lieber den einen ausschalten? Komm, schalten wir den einen aus. Beschleunigen wir die Sache so ein bisschen. So, ja, genau. Da ist die Linie ziemlich nice gewesen. Viele besiegt, nur noch 18 Gegner übrig. Ach so, das müssen jetzt die Gegner sein, die in dieser Region sind. Wenn ich mich nicht irre, oder? Komm schon, irgendwie... Ach komm, mal eine Person in einer Linie. 4000, 5000, Alter. Der Roboter wäre als nächstes. Komm, machen wir so. Ich würde gerne Valrikan den Turnstil geben wollen. Ah, ich glaube nicht, dass das noch da bleibt, oder? Ich guck mal, ich weiß nicht, wenn das blinken. Wenn es blinkt, heißt das, das verschwindet danach oder hat das noch einen Zug? Jetzt habe ich schon so viele Folgen davon gespielt und ich habe nie drauf geachtet. Ja, okay, also wenn es blinkt, ist es dann weg. Okay, gut. Oh. Ah, komm schon. J kriege ich mit. Einfach 90 Grad Schuss, okay. da krieg ich doch. Komm, bitte F mit. Bitte mit F. Naja, gut. Leider haben wir kein Glück gehabt. Aber hier ist es bei diesem Spiel auch wichtig, die Position von den einzelnen Charaktere. Selten hatte ich aber wirklich, wo ich gesagt habe, ach, lieber eine komplett andere Position, das wäre dann 10 Zügen schneller vorbei oder so. Das kann man ja vorher nämlich nie wissen. Roboter ist als nächstes. Ach, Mann. Wieso ist der Roboter als nächstes? Na komm schon, kriege ich den irgendwie? Nee, ich krieg den nicht weg. Gut. Aber ich kann wenigstens so um die Ecke smashen. Der Tech Boost ist zu Ende. Ah, wie mache ich es am besten? Attacks... Na komm, da kriegt jeder wieder Attacks Boost, glaube ich. Ja. Noch 5 Gegner sind sogar die letzten. So. I, F, H und D. Schon wieder wäre der Roboter dran. Aber ich kriege die beiden... Also H weiß ich nicht, aber F kriege ich auf jeden Fall jetzt weg. 7, 8, Alter. Okay, D. Ja, ja. Ja, kommt noch ein bisschen. Ah, die Position ist ein bisschen suboptimal, aber wenn der Roboter da ist, genau, könnte ich doch so um die Ecke smashen. Und wir haben gewonnen und wir kriegen Erfahrungspunkte und ich hoffe ein Level Up mit neuen Skillpunkte für Leo. Ah, aber ist wenigstens wieder. Hard Shell, also wir kriegen so viele Sachen. 169.000 Gs, ey. Aber was ist das hier? Ach, man kann runterklettern. Das war vorher nicht da. Oder nicht in dieser Form zumindest. Das ist eine Truhe. Habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Achso, hier komme ich nicht. Unter die Brücke kann ich nicht durchlaufen. Okay, good to know. Die auch nicht. Uff, Alter, was ist das denn? Schön, dass ich irgendwo laufe und die Kamera sich nicht dreht. Genau, hier hatten wir das fette Monster besiegt und das Zauberstab... Oh, neuer Gegner. Das Zauberstab Fikina von Owen bekommen. Aha.
Minotaurus. Dark. Ah, ich würde den auf jeden Fall mal mithitten wollen. Mhm. Ach, wir haben keine MPs, sehe ich. Nicht gut. Na komm. Wenn ich die beiden wegkriege, Lightning müsste doch Schwäche haben, oder? Ach nee, Lightning war Blitz. Ach, Holy wäre das andere. Zack. Mhm. Ah, jetzt kann ich aber die andere Tacke machen und den richtig umhauen. Oder auch nicht. Nur 600? Schade. Ich dachte, ich mache wieder 1000. Ja, 1300 Leben. Warte. Minotaurus ist D. D ist als nächstes dran. Dark habe ich so ein bisschen das Problem, ich komme halt nicht gegen diesen Dark Opening an. Ja gut, bei denen habe ich jetzt erstmal seine Dings runtergehauen. Das kleine Vieh überlebt so lange. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. Mhm. Ja, damit habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht gerechnet. Ich habe auch nicht genau darauf geachtet, wie viel wir noch übrig haben. So, einen Gegner weg von den Fetten und zack. Mhm, Victory. Ja, bringt nur ein bisschen Sinn, ein paar Gegner. Ether Large hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, Items. Potion Small. Also, zack, 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 zack. So, dann, das hier, also das ist, ja doch, Small, ich dachte, ich hätte Large gelesen. Ja, dürfen wir ein paar neue Sachen wieder kaufen. Also, ja, okay, gut, passt. Ah, dann bezieht sich das wohl auf der Brücke. Also, hier geht es ja weiter, ne? Lass mich mal hier kurz gucken. Ach so, hier sind wir. Aha. Vielleicht ist hier was versteckt. Hier komme ich nicht weiter. Sieht aus wie Boss-Arena-Bereich. Wird wahrscheinlich noch story-relevant. Alter, die Dimension macht schon wieder bei 22, ey. So viel, ey. Das bereitet uns auf jeden Fall auf irgendetwas Krasses vor. Gut, da gab es auch ein paar Dungeon, die man mit Level 42 erst betreten sollte. Also, irgendwie müssen wir ja die Erfahrungspunkte kriegen. Okay, jetzt können wir hier hoch. Was ist hier? Stone Pillar Path. Okay. Ja, ich schätze mal, wenn da hinten dieser Kristall ist, erwartet uns dort irgendetwas. Hier ist eine Truhe. Da ist das fette Vieh. Oh, okay. Ich dachte, ich könnte den irgendwie nochmal fighten oder so. So, hier weiter. Alter, die Dimension Box. Ich glaube, die Dimension Box wird sich vorher noch überfüllen. Aber gut. Dann ziehe ich das. Leo, so. On point, 40 zu 40, komm. Machen wir die Dimension Box mal leer. Battle Start. Uff, und hoffe, dass ich jetzt irgendwie mit Leon Level Up kriege. Sollte aber eigentlich schon der Fall sein, weil der hat ja echt nicht mehr viel bis zum nächsten Level und ja. Ich weiß noch nicht ganz, was ich mit den Skillpunkten machen soll. Wobei, da gibt es eins, dieses Offensive, da müsste ich aber das andere mal skillen. Ihr seid vom Typ Eis, genau. Komm, Attack Boost kriege ich doch mit. Was ist für ein Unterschied? Das ist von Eis zu Feuer, ey. Dass er einfach 5000 gibt und dann nur noch ein bisschen halt, ne? So. So. Räumen wir die drei hinten erstmal weg. So, Feuer sollte ich hier vermeiden. Ne, Fire Slimes definitiv vermeiden. Alter, 7700 da hinten, 3700. Ja, das sieht doch gut aus.
wie viele Züge hintereinander die jetzt attackieren können. Finde ich heftig wieder, aber gut. Was soll man machen, ne? So würde ich 3 Stück anvisieren. So würde ich einen auf jeden Fall weghauen. So könnte ich, so könnte ich vielleicht viel mehr weghauen. Yes, 4 Stück. So. Wieder 2 besiegt für die nächsten Turns von denen. Oh, die Buff, okay. So, du darfst jetzt richtig drauf. Oh, ach ja, 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 ja. Ich habe nicht aufgepasst. Uff. Ich habe nicht aufgepasst. So, komm, kriege ich D mit. Mit D und H will ich mit haben. So, passt doch. Ach, ich muss mal gucken, ey. Ich hab voll vergessen, dass es die Fische halt auch gibt, ne? Also. Dann müsste ich das hier machen. Kriege ich den hinteren irgendwie, den zum Beispiel? So, so eine Taste, dass das schneller geht, wäre natürlich nice. Okay, Leo ist dran. Den einen hatte, also der hat doch hier unten surrendert. Mit dem Schutzschild. So, kriege ich das hin? Nein. Ich dachte, der hat gerade sein Schild abgelegt, weil es sieht doch so aus, als würde er sein Schild nicht aktiv haben, aber naja, gut. Na, na, komm, na gut, Turnstil kriege ich, aber dann kriege ich H halt nicht. Naja, komm schon. Die ganzen Buffs, Debuffs und was auch immer noch alles dazu kommt. So, Turnstil, wobei. Ach, das wäre auch natürlich nice. Ich muss die halt wegkriegen. Ja, gucken, kein Goblin, kein Turnstil leider. Aber ich muss ein paar besiegen. Ah, lol. Ich dachte, ich kriege den Zufall ein bisschen näher hin, aber nun gut. Da muss ich ein bisschen anders machen. Ich kann hier nicht so krass offensiv gehen. Ich muss wirklich. Jetzt hat er Defense down. Okay, dann hatte ich es eben falsch gelesen. Ah, das kann dauern. Ja, jetzt komme ich hinten durch. Turnstil müsste weggehen jetzt. So, okay. Hier kann ich doch ein bisschen Rambazamba machen. Die ganzen Goblins, die mich aufgehalten haben, die können mich jetzt mal. So, da ist auch ein Turnstil dabei. Okay, das haben wir. Moment, kurz gucken. Wie kann ich... Der ist noch drinnen, ne? Goblin. Ja, komm, ich mach das so. Weil die oberen haben noch Guard up, meine ich. Bis auf den einen. So, du darfst jetzt hier ein bisschen um die Ecke. Oder sollte ich vielleicht hier oben? Goblin Mage. Der eine hat noch sein Dings offen. Na komm, wie mache ich denn am besten. Ja, komm schon. So. So. Okay, abgeschaltet. Gut, jetzt ist der Roboter wieder dran. Wenn ich das so mache. Ja, komm schon. Ne, so, ne. So, okay. Das ist das, was ich halt, wie gesagt, meine. Also wirklich Millimeterarbeit. Wobei Millimeter schon zu viel ist. Auch der kriegt erstmal fast 1337 Leben. Ah, Leo, ey. Ah, wobei, komm. So. Weil ich weiß nicht, ob ich diesen Goblin, ob der vor dieses Item steht oder dahinter, oder dass ich durch Schleifen irgendwie den hitte. So. Ja. Ja, komm. Ach, Mist, jetzt habe ich wieder noch einmal nach unten getippt und ihr habt gesehen, ich krieg den hinteren nicht mehr getroffen. Eieieiei. Okay.
eine halbe Stunde später, ne? Ich muss den Goblin irgendwie weghauen. Break. Ja, ist halt nur Defense down. Da. Okay, gut. Zack. Ja, langsam gehen die Lebenspunkte von ihr runter. Alter, unten rechts diese Züge. Holy shit, ey. Ach, das ist nervig. Das ist ein Feuer. Wobei, ich mach Lightning. So, Turnstil. Okay. Ich habe zwei besiegt und ich sehe einfach nur einen einzigen Zug weiter im Endeffekt. Alter, doch, der ist umgefallen. Ich dachte schon, 2700 kassiert und der steht da immer noch. Aber das ist immer die Animation bei den Goblins, die so langsam halt ist, ne? Ulrika ist leider am Bannen, was sehr suboptimal ist. Weil sie wäre jetzt als nächstes dran. Ja, wahrscheinlich hätte sie ihr Zug noch nicht mal überlebt, oder? Ja, gut. Okay, etwas andere Strategie. Ich muss mich erstmal aufbauen. Das ist halt viel zu viele Gegner. Das ist halt so ein bisschen, ja. Deswegen will ich halt ungern die Dimension Box so krass füllen. Man kann... das als Item? Oh, das wäre ein Must-Have, weil ich weiß nicht, wie weit ich hier so durchkomme. So. Wann kommt Valrika? Alter, die ist unten jetzt nicht mehr eingeblendet. Na komm schon. Krieg ich U mit? Nein. Alter, der blockt halt immer noch. Ja. Alter. Sonst muss ich mich doch erstmal komplett durchschallen. Nur wenn mir jeder 500 gibt. Leo schafft dann 10 bis 11 aufzuhalten, bevor der Ball down geht. Okay. Kurz überlegen. Der Router ist fast weg. Der Router wäre als nächster, könnte uns aber hier dingsen. Wie heißt das? Hochheilen, also hier mit dem Guard hochdrücken. Ich glaube, ich mache das. Dann hat er auch direkt die MPs, die er benötigt. Valrika schon wieder weg. Okay, bis Leo drankommt. Ach komm, wenn ich den Turnstil kriege. Das hier. Okay, Elixier für Leo wäre natürlich richtig episch, aber man kann ja auch nicht alles haben. Phoenix Feather. Na komm. Ja, 1200. Das ist der eine Zug, der uns so ein bisschen fehlt, wisst ihr? Ich hatte nämlich überlegt, ob ich vielleicht nicht Leon hochheilen sollte. Die Mage muss ich oben wegkriegen. Komm, erstmal durchheilen. Potion Large. Das hier ist sehr wertvoll, ne? Komm. Muss halt sein. Ich bin jetzt in so einem komischen Zugzwang gefangen hier. Was richtig ekelhaft ist. Ach, er ist immer noch am Pennen. Okay, Potion Large für Leo. So, Alter. Aber Leo ist jetzt im nächsten Zug dran. Irgendwas mit... Oh, da... Also, ne, der Router. Ich dachte gerade für einen kurzen Augenblick, dass Leo jetzt gesleept wird. Eieiei. Okay. Das Problem ist... Ich habe keine MPs mehr. Hier ist nichts in der Lane. Das kann ich nicht machen, weil er hat sein Schutzschild hier aufgezogen. Ja, die sind mir gefährlicher.
bekommen. Kriege ich das irgendwie hin? Ja, nicht ganz. Hier muss ich jetzt echt höllisch aufpassen, nicht, dass ich das noch verliere. In der Dimension Box zu verlieren, ey. Uff, Alter. ja, ready to fight. Ist immer noch am Pen. Holy shit, muss ich den echt wecken? Okay, überlegen. Valerika ist dran. Valerika könnte es überleben. Leo wäre als nächstes dran. Das heißt, ich sollte denen die MPs geben. Und dann... Ja, ich muss mich auf eine von denen konzentrieren. Na komm. Ein Problemfall weniger. Cloud of Sleep, wer kriegt das denn ab? Leo kriegt das ab. Ja, deswegen ist es halt wirklich kritisch. Ich muss mich auf die Magier konzentrieren, aber halt die Goblins nerven so ein bisschen. Klar, ich könnte die Goblins die ganze Zeit fokussieren, so, aber die anderen Viecher geben mir auch ein bisschen Schaden. Alter. Wissen wir. Kurz überlegen. Turnstil. So. Und er hat's überlebt. Das ist es. Die Goblins sind nicht ohne. Sollte man nicht unterschätzen. Also will ich alle wegkriegen, ne? Ich hoffe, ich krieg die alle weg. Nur das fette Vieh weggekriegt. Schade. Okay, sie ist dran. Sie sollte sich vielleicht durchheilen. Komm. Und dann warten wir wieder ab, bis was passiert. Ach ja. Ist halt blöd, wenn wir die ganze Zeit drei Charaktere hätten, nicht durch das Sleep verursacht oder sonst was, wäre es ein bisschen einfacher. Okay, kurz überlegen. So könnte ich das hinkriegen. Ach komm, ich zieh das durch. Ich habe gerade überlegt, Guards ab für uns alle. Aber dann hätte man wieder die Chance, das hier zu kriegen. Ah, da komme ich nicht dran, ne? Ach komm, ich muss es so machen. Aber wir machen Fortschritte. Ja, Alter. Gut, dass ich Leo wieder belebt habe. Ja, sonst hätte ich nur noch einen Charakter, der gerade im aktiven Kampf sein kann. So. Dein ist weg. Immer noch schläfrig. Aber Valerika hat jetzt eine gute Position. Turnstil und den Goblin umzuhauen, hoffentlich. Yes. Okay, ich sag ja, es geht. Man muss nur halt wirklich aufpassen, was man tut. Am Anfang dachte ich einfach so, easy peasy, zack, zack, fertig. Aber nö, nicht ganz. Krieg ich beides? Ja. Ja, hier, beide. Ne. Hier ist ein kleiner Übergang. Dann lieber der, weil der wäre jetzt als nächstes im Zuge. Komm, da raste ich richtig aus. Zack. Eieieiei. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die Dimension Box dann jetzt so zäh wird. Hey, 500.000 Gs haben wir jetzt über das ganze Let's Play verdient. Und Level Up natürlich wieder. Deswegen müssen wir das halt machen. Also. Uiuiuiui. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Wir sind aber geheilt. Gut. Ich würde aber sagen, hier machen wir auch einen Cut. Das ist ein guter Punkt vielleicht. Also, so ist es halt nicht, ne? Ja. Wie es dann weitergeht, was uns am Ende dieser Brücke erwartet und so, werdet ihr dann dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, damit ihr es nicht verpasst. Und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.